Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Ich bin Professor Andreas Franke, Chefarzt der Kardiologie im Klinikum Siloa aus Stadtheiderhaus hier in Hannover. Und mit mir im Studio ist Dr. Christoph Lissel. Er ist der Leiter der Rhythmologie im Klinikum Siloa aus Stadtheiderhaus. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wir beide unterhalten uns über eine neue Methode, um Schlaganfälle bei Patienten mit Vorhofflimmern zu vermeiden, nämlich dem Vorhofsohrverschluss. Klingt schwierig, ist es aber gar nicht so unbedingt. Naja, ein bisschen schon, aber darüber unterhalten wir uns jetzt gleich. Mit uns gut informiert. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Ich bin Andreas Franke und unterhalte mich mit Dr. Christoph Lissel über den Schutz vor dem Schlaganfall bei Patienten mit der Volkskrankheit, darüber haben wir schon mal eine Sendung gemacht gemeinsam, Vorhofflimmern. Herr Dr. Lissel, vielleicht können Sie noch mal diesen Begriff ein bisschen näher erläutern. Was ist denn Vorhofflimmern? Vorhofflimmern ist eine Rhythmusstörung, die das Herz betrifft. Ich erkläre das meinen Patienten ganz häufig gerne mit dem Bild eines Orchesters. Die Musiker in dem Orchester brauchen einen Taktgeber, das ist der Sinusknoten im Herzen, der schlägt also einmal pro Sekunde und gibt den Takt an. Und wenn die Musiker auf dieses Signal hören, ist das Herz im Rhythmus, jeder kann das mal an seinem Puls fühlen, um das zu überprüfen. Und wenn das eben nicht ist, machen einige Musiker etwas anderes und das Herz fängt an zu stolpern, schlägt phasenweise schneller und phasenweise langsamer. Dieses phasenweise schneller und langsamer kriegen manche Betroffene mit, manche auch nicht. Das ist eine häufige Rhythmusstörung. Sie haben es eben angedeutet. Wie häufig ist die? Also wir gehen davon aus, in Hannover gibt es ungefähr 10.000 Patienten. Also ist schon die häufigste Rhythmusstörung. Und wenn man in seinem Bekanntenkreis rumfragt, bei Menschen im Alter von 60 angenommen, wird man bestimmt jemanden finden, der das hat. Das wäre für sich gesehen, wenn die Rhythmusstörung alleine zu sehen ist, bedrohlich oder nicht bedrohlich? Die Rhythmusstörung alleine gesehen ist in der Regel unbedrohlich. Man spürt den unregelmäßigen Herzschlag, das ist unangenehm. Manch einer fühlt sich davon bedroht. Manch einer spürt auch, dass seine Belastbarkeit darunter eben abnimmt. Das ist sehr typisch. Und wenn das Herz vorgeschädigt ist, nimmt die Belastbarkeit insbesondere besonders deutlich ab. Mhm. Gefahr entstehen letztendlich durch die Folgen, die im Herzen ganz still und heimlich ablaufen, dass das Blut eben nicht mehr glatt fließt, dadurch, dass es eben in einigen Bereichen zu schnell pumpt, dann kann es zu Verklumpung führen. Und das könnte eine große Gefahr werden. Verklumpung, also Gerinnsel. Und diese Gerinnsel, wenn die wegschwimmen können, in alle möglichen Organe schwimmen, gefürchtet ist der Schlaganfall. Und deswegen stehen wir ja hier. Wir wollen ja uns gleich unterhalten über Möglichkeiten, sowas zu vermeiden. Aber vorher erst nochmal eine kurze musikalische Pause. Radio Leineherz 106.5. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Ich bin Andreas Franke und neben mir steht Herr Dr. Christoph Lissel mit dem Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmerpatienten beschäftigen wir uns. Eine häufige Rhythmusstörung haben wir jetzt gehört. Schlaganfallrisiko durch Gerinnsel, die sich im Herzen bilden. Wie kann man das denn vermeiden? Also, dass sich welche bilden und dass da ein Risiko entsteht. Ja, vor der Pause hatten wir darüber gesprochen, dass es eine Gefahr ist, dieser Gerinnselbildung. Diese Gefahr besteht aber nicht bei jedem gleichermaßen. Mhm. Es ist ein niedriges Risiko bei jungen Menschen. Nun ist diese Rhythmusstörung tatsächlich auch bei jungen Menschen sehr selten und nimmt mit zunehmendem Alter zu. Die Ärzte klassifizieren oder versuchen, diesen Grad der Gefährdung an einem Akronym festzumachen. Das CHATS-WASC heißt das. Also wenn man mal selber sein Risiko austesten möchte, guckt man vielleicht mal im Internet. CHATS-WASC und jeder dieser Buchstabe steht für einen Risikofaktor. Und wenn diese Punkte eben über 2 gehen oder 2 erreichen, spätestens dann sollte man sich vor einem Schlaganfall schützen. Also da gehört zum Beispiel die Herzinsuffizienz dazu, da gehört der Hypertonus dazu, das Lebensalter über 65 Jahre, eine vaskuläre Erkrankung, das weibliche Geschlecht. Das sind alles so Risikofaktoren, Diabetes auch noch. Also das heißt, wir können anhand dieser Faktoren berechnen, wie riskant Vorhofflimmern für den einzelnen Patienten ist und ob man ihm was anbieten muss, um Schlaganfallrisiko zu minimieren. Was haben wir bisher so für Möglichkeiten dafür gehabt?
Also viele Menschen glauben immer noch an das Aspirin, dass das was helfen kann. Das ist mittlerweile bekannt, dass es für den Schlaganfallschutz nichts bringt, zumindest nur untergeordnet, und es wäre dann auch nur eine Alternativlösung, wenn andere Möglichkeiten verbaut sind. Dann gibt es das Makomar, viele kennen das, oder in neuen Bundesländern Fallitrom noch. Mhm. Das ist ein Antivitamin zum Vitamin K, und dadurch, dass diese Gerinnungsfaktoren in der Leber gebildet werden und dieses Antivitamin diese Bildung der Gerinnungsfaktoren hemmt, wird das Blut bleibt dünner, und diese Grinsel können sich schlechter bilden. Das sind die Klassiker. Das hatten wir ja, genau, das hatten wir als Thema ja auch schon mal. Es gibt ja noch Alternativen jetzt zu diesem Makomar oder Fallitrom. Ja, seit 2 Jahren, sind 2 Jahren, ich glaube ungefähr, ja. Glaube ich auch schon mehr. Ja, gibt es neue Medikamente, die haben einen entscheidenden Vorteil. Man braucht sie nicht ständig in ihrer Wirksamkeit überprüfen. Das ist bei jedem individuell unterschiedlich, hängt auch mit der Ernährung zusammen, kann man sich ja gut vorstellen, wenn das ein Antivitamin ist. Diese Medikamente braucht man nicht regelmäßig messen. Wir sagen neue orale Antikoagulantien. Ja, und dann gibt es natürlich noch diesen interventionellen Vorhof-Ohr-Verschluss, über den wir ja sicher gleich noch sprechen werden. Die Nachteile aller der Medikamente sind ja, dass es Blutungsrisiken gibt. Sprich nicht nur beim Schneiden, wenn man sich irgendwie verletzt oder in einem Garten arbeitet, sondern eben Blutungen aus Magen und Darm oder gar ins Gehirn. Die neueren Antikoagulantien, diese Alternativen zu Makomar, da hatten wir ja beide schon mal eine Sendung drüber gemacht, haben möglicherweise ein etwas geringeres Risiko, was das angeht. Zumindest wird das diskutiert. Aber trotzdem gibt es eben Patienten, für die das immer noch nicht gut genug ist. Und darüber wollen wir uns gleich in der nächsten Runde unterhalten. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Wir unterhalten uns heute, mein Name ist Andreas Franke und neben mir steht Dr. Christoph Lissel. Wir unterhalten uns heute über die Möglichkeit, Schlaganfälle bei Vorhofflimmerpatienten zu vermeiden, eben nicht nur mit Medikamenten. In der ersten halben Stunde haben wir uns über das Thema nochmal ausgetauscht als Einstieg. Was ist Vorhofflimmern? Welche Risiken bestehen? Welche Möglichkeiten hatten wir bisher? Und in der zweiten Hälfte der Sendung wollen wir uns unterhalten über diese neue Möglichkeit des sogenannten Vorhofsohrverschlusses. Was das genau heißt, dazu gleich mehr. Mit uns gut informiert. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mein Name ist Andreas Franke. Christoph Lissel, Sie haben eben schon erzählt, Blutung ist ein mögliches Risiko dieser Therapie mit Makomar oder mit den neuen Antikoagulantien, betrifft aber auch nicht jeden. Ja, wir hatten über das Schlaganfallrisiko mit dem Schatz-Vascor gesprochen. Mhm. Und genauso gibt es so ein Akronym, der heißt HAS-BLED. Ja, das ist halt so. Und jeder Buchstabe steht dann wieder für einen Risikofaktor Blutung. Man kann etwas pauschal sagen, all die Menschen, die ein hohes Thromboembolierisiko haben, also Schlaganfallrisiko, haben gleichzeitig, fast immer gleichzeitig auch ein hohes Blutungsrisiko. Es sind zumindest sehr ähnliche Risikofaktoren. Ein entscheidender Faktor ist natürlich anders beim Blutungsrisiko, die stattgehabte Blutung. Und das ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor, der bei der Auswahl eines Vorhof-Ohr-Verschlusses eine Rolle spielt, weil den kann man ja in den seltensten Fällen wirklich ganz konkret beeinflussen, oder man kann zumindest nicht vorhersehen, dass es nicht vielleicht zu einem Rückfall kommt. Also das heißt, jemand, der schon mal geblutet hat, Magen, Darm oder gar ins Gehirn, da noch viel sensibler, da muss man sich eine Alternative überlegen zu Makomar oder den anderen alternativen Medikamenten. Wie funktioniert denn so ein Vorhofsohrverschluss? Wir haben jetzt schon wiederholt diesen komplizierten Begriff genannt. Wie funktioniert das? Ja, dieses Vorhofohr ist aus der frühesten Kindheit ein Rudiment. Das Herz ist ja nicht, also ich hole mal ein ganz klein bisschen aus, ich hoffe, wir haben eine kleine Sekunde Zeit dafür. Alle Säugetiere sind sozusagen im Eistadium mehr oder weniger ähnlich. Und der Kreislauf ist am Anfang auch ganz anders, als es eben jetzt im Erwachsenenalter ist. Und da gibt es eine kleine Aussackung im Herzen, die ist manchmal gar nicht so klein. Und ja, ist vielleicht von der Größe eines kleinen Fingers, wenn man sich das vorstellen mag. Und diese Aussackung wird nicht durchströmt von dem Blut in einer geraden Linie, sondern es ist letztendlich eine Sackgasse. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn dort
auch noch die Rhythmusstörung dazu kommt, dass diese Sackgasse dann einfach, dass der Verkehr zum Liegen bleibt, ne, oder das Blut zum Stillstand. Das ist nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Stelle, wo normalerweise sich die Grinsel bilden. Die wichtige Erläuterung nochmal, dieses Vorhofsohr. Und wenn man das jetzt zumachen möchte, wie macht man das? Wir Kardiologen haben da ein interventionelles Verfahren, das heißt lediglich über die Leiste, wie bei einem Herzkatheter, viele kennen das, wird eine kleine Punktion durchgeführt in der Dicke einer Kugelschreibermine um etwa. Und über diesen Zugang kann man dann eben eine Art kleinen Mini-Regenschirm vor diese Sackgasse setzen, also ein Umleitungsschild für den Blutstrom, und so fließt dann eben kein Blut mehr in die Sackgasse rein und dann strömt oben drüber. So muss man sich das vorstellen. Dieser Mini-Regenschirm ist halt am Anfang zusammengefaltet, und wenn er dann eben an der richtigen Stelle ist, kann er entfaltet werden. Wie das genau funktioniert, das machen wir gleich nochmal nach der nächsten Pause. 106.5 Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mit mir im Studio der Leiter der Rhythmologie im Klinikum SOH, Siloa aus Stadtheidhaus, Dr. Lissel. Wir hatten eben schon gesagt, also mehr per Katheter baut man einen kleinen Regenschirm in dieses Vorhofsohr rein, damit es dicht ist, abgedichtet ist. Wie kontrollieren Sie das? Wie machen Sie das? Also der ganze Eingriff findet im Katheterlabor statt. Wir machen es gegenwärtig so, dass unsere Patienten dabei auch schlafen, liegen in Vollnarkose. Es ist deswegen wichtig, dass erstmal eine entspannte Atmosphäre ist. Zweitens, dass man nicht durch Sorgen unruhig wird. Und dann können wir mit unseren Kathetersonden genau diese Stelle aufsuchen. Man geht über eine dieser großen Hohlvenen. Da wird nichts verletzt, weil es ist ja wie ein Hohlsystem, durch das man letztendlich dann die Sonde durchführen kann. Und da kommt man halt zum Herzen hoch, muss auf die richtige Seite gelangen im Herzen. Dann stellt man dieses Vorhofohr eben mit Kontrastmittel dar, gleichzeitig auch mit Ultraschall, wählt die richtige Größe des Mini-Regenschirms aus, ich darf das mal ruhig so sagen, oder des Okluders, entfaltet dieses Teil, überprüft, ob es richtig fest sitzt, überprüft auch, ob die Dichtigkeit rundherum um das Vorhofohr gegeben ist, weil nicht jedes Vorhofohr ist kreisrund und der Regenschirm muss sich halt mit seiner Spannkraft an diese Wand anlegen. Es wird ein klein bisschen daran geruckelt, damit man auch sicher gehen kann, dass der sich nicht nach der Freigabe löst. Und ja, das ist jetzt erstmal grob der technische Ablauf, wie man so ein Okluder, einen Mini-Regenschirm in den Vorhofohr platziert. Wie lange dauert das so im Schnitt? Im Schnitt eine Stunde ungefähr. Ja. Gibt tatsächlich auch Fälle, die etwas komplizierter sind oder leichter. Also von daher ist von einer halben bis zu zwei Stunden auch alles das möglich. Ja. Gut, das ist ja eine überschaubare Zeit dafür, dass man Eingriff am Herzen macht, muss man sagen. Wie sieht es denn mit der Nachbehandlung aus? Markomar ist dann eben nicht mehr nötig. Markomar ist nicht mehr nötig. Auch diese neuen oralen Antikoagulantien, die Alternative wären, die sind dann nicht mehr nötig. Der Mini-Regenschirm hat eine Membran obendrauf und diese Membran ist am Anfang auch nicht komplett undurchlässig. Und diese Membran überwächst dann mit körpereigenem Gewebe, sodass sie nach 3 Monaten, spätestens nach 6 Monaten komplett überwachsen ist, und dann ist eine Hautschicht über diesem Regenschirm. Er ist also von der Innenseite des Herzens gar nicht mehr erkennbar und dann ist er auch richtig dicht. Zu diesem Zeitpunkt, also überbrückenderweise, gibt man 2 Blutverdünner, also andere Blutverdünner, dieses Aspirin und Clopidogrel. Das kennt manch einer vielleicht, wenn mal so eine Gefäßstütze eingebaut wurde nach einem Herzinfarkt. Und dann kann einer dieser beiden eben doch abgesetzt werden. Dann ist diese Schicht komplett verschlossen und das ist dann das Minimalprogramm. Und der Schutz gegen Schlaganfall ist jetzt danach dann vergleichbar zu dem, was man mit Markomar bietet, oder gibt es da Unterschiede? Ja, ist sogar besser. Also wir
hatten diese oder diese Technik wurde ursprünglich entwickelt, um eine Alternative für Menschen zu bieten, die eben kein Blutverdünner nehmen können durch diese Blutungskomplikationen. Und man wäre schon froh gewesen, wenn man was hat, was vergleichbar gut ist oder zumindest etwa so gut. Aber nein, es gibt mittlerweile sogar Studiendaten über 4 Jahre, die zeigen, dass diese Methode dem Makomar überlegen ist. Ja. Wo wird sowas gemacht? Ich meine, das ist eine dumme Frage, Sie machen es, aber macht das jeder Kardiologe? Die Lohr Oststadt-Heidehaus macht ja, das. Okay. Große Herzzentren machen das ansonsten auch, selbstverständlich. Und wir haben halt eine Sprechstunde bei uns, dort kann man sich anmelden. Kann ich ja schon mal sagen, hier die 927 für Siloa und dann 1700, da kann man einen Termin bekommen, um sich beraten zu lassen und um das dann im Detail zu besprechen. Ob das sinnvoll ist. Ja. Prima, das waren schon ganz viele Informationen. Wir werden es gleich nochmal kurz zusammenfassen nach der nächsten musikalischen Pause. Radio Leine Herz 106.5. Hier ist Radio Leine Herz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mein Name ist Andreas Franke, ich unterhalte mich mit Christoph Lissel über das Thema, oder wir haben uns dort unterhalten über das Thema Vorhofsohrverschluss zur Prophylaxe von Schlaganfall bei Vorhoflimmerpatienten. Komplizierter Titel. Herr Lissel, Sie werden es dann nochmal kurz und knackig in den nächsten 1,5 Minuten zusammenfassen für den Hörer, bitte. Also Schlaganfall ist ein häufiges Problem bei Menschen mit Vorhofflimmern, vor allen Dingen im fortgeschrittenen Lebensalter. Ab dem 65. Lebensjahr und dieser Rhythmusstörung muss man sich ernsthaft darüber Gedanken machen. Typischerweise macht man das mit Makomar. Dies ist sehr unangenehm auf lange Zeit, weil man ständig Kontrollen durchführen muss. Die neuen oralen Antikoagulantien, die jetzt seit 2-3 Jahren verfügbar sind, sind da eine Alternative. Trotzdem schützen sie nicht vor der Blutung, vor allen Dingen, wenn man eine Blutungsneigung hat. Da bietet sich dann der Vorhofohrverschluss an. Ein kleiner Mini-Regenschirm, haben wir gesagt, der über die Leiste implantiert werden kann, ohne dass das Herz eröffnet werden muss von außen. Das ist ja immer die große Sorge, wenn man so einen Eingriff macht, dass man das vielleicht auch mit kleinem Aufwand machen kann. Man ist dafür 2-3 Tage in einem Krankenhaus. Diese Punktionsstelle muss hinterher mit einem Druckverband abgedrückt werden. Das dauert in der Regel, 6 Stunden, 8 Stunden, je nachdem. Und danach ist man letztendlich auch wieder voll belastbar. Den Blutverdünner braucht man dann nicht mehr nehmen. Vorübergehensweise sind aber Aspirin und Clopidogrel erforderlich, wobei das eine dann davon auch abgesetzt werden kann. Sie hören, liebe Hörer, wir haben ja jetzt so eine Reihe von kardiologischen Sendungen in den letzten Wochen gehabt. Viele Methoden mittels Katheter implantierbare Klappen, mittels Katheter implantierbare Schirmchen. Da tut sich vieles. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren noch vieles von Ihnen hören, Herr Dr. Lissel. Vielen herzlichen Dank. Liebe Hörer, wir wünschen Ihnen hier aus dem Studio von Leineherz einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie uns als Hörer erhalten. Wenn Sie zu einer der letzten Sendungen oder zu dieser Sendung Fragen haben, können Sie die gerne per Mail schicken an info@leineherz.de. Leineherz mit TZ. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Das war der Radio Leineherz 106.5 Podcast. Weitere Beiträge zum Nachhören finden Sie bei uns im Internet auf leineherz.de.